Wie war das Konzert? Sehr schön, sehr heiß. Wir sind ein bisschen nass geschwitzt, aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Oder? Ja, war sehr schön. Ihr habt ja erzählt, ne, ihr arbeitet gerade auch am neuen Album. Habt es trotzdem nach Trier jetzt auch geschafft? War das ein Akt oder? Also ich komme ja hier aus der Nähe und der Flo kommt aus Köln. Das ist ja auch jetzt nicht so riesig weit weg. Von daher, wir sind mit dem... Entschuldigung. Gerade kaputt gehauen. Wir sind mit den Aufnahmen für das Album, zumindest das, was wir jetzt letzte Woche gemacht haben, sind wir erstmal auch durch. Das heißt, jetzt wird der Flo dann wieder zurück nach Köln fahren, noch ein bisschen Gitarren einspielen und so Sachen. Aber Schlagzeug, was wir jetzt aufgenommen haben, und Bass haben wir jetzt fertig seit gestern. Was kann denn der Flo zum neuen Album sagen? Das wird super. Es wird auf jeden Fall laut. Wir haben viele schöne Songs eingetrommelt und Bass eingespielt letzte Woche. Und ja, wir sind total heiß drauf, jetzt da Gitarren und Gesänge und so drauf zu machen. Und ja, ich glaube, man kann gespannt sein. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Album. Okay. Es wird, also das Album wird ein bisschen rockiger, glaube ich, auch als das letzte jetzt. Okay. Eine Frage, wir sind bei der Klasse-Party. Vielleicht mal kurz überlegen, was ist denn für euch der Sebi? Hallo, wie fandst du das Konzert? Ich fand super. Wir haben jetzt eine kleine Pause gehabt, weil wir nach der Tour ins Studio sind, beziehungsweise in den Proberaum. Wir haben sehr viel geschrieben, wir haben eine Menge neuer Songs, haben heute einen neuen probiert, so einfach eiskalt, noch nie gespielt. Und das macht total Spaß, aber das Ding war, dass einfach hier total viele Leute waren, die halt mitgemacht haben. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Schiss, ich werde morgen operiert und bin deswegen auch schon ein bisschen hibbelig schon die ganze Zeit. Das ging nicht die ganze Zeit aus meinem Kopf. Ich kriege morgen die Nase so ein bisschen geschlachtet. Er wollte die J-Lo-Nase unbedingt haben. Und wir haben gesagt, komm Sebi, wir haben es ja, da machst du aus der Bandkasse. Wir haben ja lauter Schulklassen. Ihr vielleicht könnt ihr mal kurz überlegen, habt ihr irgendeine besondere Schulerinnerung? Ihr dacht, oh da, das ist mir hängen geblieben im Erlebnis. Wer hat zuerst was? Sebi hat zuerst eine? Ach so, nee, wir hatten einfach immer so einen Contest und da ging es ein bisschen darum, wer am meisten Punkte, wir hatten Latein, ich hab an so einem altsprachigen Gymnasium Latein gehabt früher, grausam. Und da haben wir uns immer gelangweilt und haben wir Spiele gemacht, wo man Punkte bekommt. Da gab es so eine Liste und für irgendeine Aktion gab es halt so und so viele Punkte. Aufstehen, 5 Punkte, einmal irgendwie rumrennen, im Schrank verstecken die ganze Stunde. Was weiß ich, irgendwie ausspucken, zum Fenster gehen, raushängen, wieder reinkommen. So Geschichten, da gab es halt immer mehr Punkte, so eine Staffelung. Und irgendwann kamen wir dann dazu und haben diese Zitronenbrausetabletten immer gelutscht und so ein bisschen Tollwut oder was auch immer gespielt. Und das war ziemlich hart, weil ehrgeizig wie wir sind, wie ich bin, wollte ich natürlich immer gewinnen und hatte dann wochenlang immer meine ganzen Lippen auf von innen, weil ich diese ganzen bescheuerten Brausetabletten einfach so in den Mund genommen habe. Ich hab leider nicht gewonnen, es gab bescheuertere als mich. Und das, obwohl die Jungs noch nicht dabei waren in meiner Klasse. Henny, hast du auch ein Erlebnis? Ich musste leider mal im Chemieunterricht brechen. Also das war leider kein so schönes. Und wir brechen an dieser Stelle auch ab. Dem Herrn, der vor mir saß, auf die Jacke. Das war vielleicht nicht so lecker. It happens. Okay. Was hat Flo für ein Schulerlebnis? Ich war immer so ein bisschen assi. Ich habe immer so Comics gemalt und so. Also ich war immer so ein bisschen kreativ über unsere Lehrer, wo ich mir so vorgestellt habe, da die verschiedenen Lehrer hatten so verschiedene Charaktere. Es gab dann jeden Tag eine neue Folge. Und dann hatten wir, der Mathelehrer war eigentlich gar nicht dabei. Also dann hatte ich so ein Bild gemalt von unserem Englischlehrer, der hatte so einen Vollbart, der so als im Balu der Bärkostüm mit unserem Musiklehrer so ein Konzert macht. Und total, wir hatten in Musik so einen bescheuerten Song da singen müssen. Und da hatte ich gerade so, ne, er im Bärenkostüm tanzt und so. Und dann mein Mathelehrer, der auch einen Vollbart hatte, nahm dann das Ding und war total sauer, dass er dachte, ich hätte ihn halt da im Bärenkostüm gemalt. Und ich konnte ja schlecht sagen, ey, sorry, das sind gar nicht Sie, das ist der Herr Berning. Und dann war halt schon Strafarbeit angesagt und so. Oh, armer Kerl. Ja.